Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Und jedes Mal, wenn ich ein Part anfange, scheint der Elfmax irgendwas herzustellen. Da fällt mir gerade ein. Ja, ich habe schon 15 rostige Nägel. Ne, nee, Sirup, einfach so. So, jedenfalls, in der letzten Folge wollten wir Wallbrück hier durchqueren. Wie es sich aber herausstellt, sind da auch einige Wachen. Also ein paar Leute von Cedric, die hinter von König Cedric, die hinter Richard her sind, deswegen konnten wir da nicht durchgehen. Stattdessen aber haben wir eine nette, freundliche kleine Person namens Pascal getroffen, die uns hier diese Ruinen gezeigt hat, wo wir jetzt auch durchgehen, mit dem man anscheinend auch Wallbrook umgehen kann. So, ich bin zurückgegangen, habe gespeichert, habe auf dem Weg dorthin ein, zwei Titel bekommen, die ich mir auch jetzt mal angucke, weil wenn ich mir angucken will, an oh cool, dann könnte ich mir die ja nicht, dann würde er nicht mehr neu stehen. Dann würde ich auch nicht mehr sehen, was der von neu ist. So, und hier haben wir Wirkzeit drunter, das hätte ich doch gerne. Ich habe übrigens auch nochmal die Stahlklauen hier für Sophie gekauft, weil jetzt konnte ich mir sie leisten. Und dann hat Twitch den Vorzugskundentitel bekommen, womit ich besser Objekte einsetzen kann anscheinend. Aber egal, lassen wir erstmal so. Weiter geht's. Jetzt kommt da wahrscheinlich ein Speicherpunkt, ne? Ne, okay. Habe ich auch nicht mehr so im Kopf. So. Hi. Du stirbst. Ihr seht ja auch mal Pascal in Action. Weil Pascal ist eine Magierin, mehr oder weniger, deren Magie sich darauf spezialisiert, naja, wie soll ich das erklären? Ihre Magie wirkt sich nur um sie herum irgendwie aus. Also nur in ihre unmittelbare Nähe. Was ein bisschen schwierig ist. Allerdings ist sie auch die stärkste Magierin im Spiel. Das kann ich mal sagen. Also von den Werten her ist sie die stärkste. Deswegen hauen die Angriffe schon rein, wenn sie treffen. So. Aber das kann ich euch mal ein bisschen besser zeigen. Frostblüte. Das ist ein Zauber von ihr. Genau. So. Zack. Wechsel auf Pascal. Jo. Und sie kann mit dem Stab angreifen. Oh, verdammt. Mir ist gerade eingefallen. So, das sind ihre Angriffe. Windnadel. Ausbeutung. Und Feuerringe. Mir fällt gerade auf, ich sollte sie. Ach, ich habe sie auf manuell gestellt. Gut. Sonst geht sie automatisch immer näher auf die Gegner zu. Und das bedeutet auch, sie jetzt ihre Angriffe erstmal ein, wenn sie nah genug dran ist. Wenn sie sich dann sozusagen nähert, dann wurde sie schon längst angegriffen. Deswegen kann man das auf manuell ein bisschen besser abtimen. Das kann aber effektiv. Pascals Distanz-A-Arzt sind A-Arzt und E-Arzt sind die auf. Mein Gott. Pascals Distanz-A-Arzt und E-Arzt, die auf dem Wirker-Kreis-Glyphen bilden, wirken etwas rückständig. Und genau das ist auch ihre Absicht. Ihre Arzt gehören zu den mächtigsten im ganzen Spiel. Also wirf sie in der Schlacht und bete, dass sie jetzt hier treffen. Das ist genau das, was ich gerade erklärt habe. Danke. Mann, bin ich gut. So. Mal gucken, bin ich hier richtig? Wenn ich hier richtig bin, dann bin ich ja falsch. Weil dann möchte ich noch nicht dahin. So. Was haben wir hier? Nichts, dann gehen wir weiter. Jum. Und auf dieser Seite sehen sie nichts. Keine Gegner, hallo? Hi. Bands. So, Pascal, ich will Pascal steuern, hallo? Hier, der Angriff geht zwar nicht so weit, aber die Gegner schon wieder in der Nähe sind, das habe ich schon getroffen. Und was zum... Nein. Wir sind zu Steiner Start. Nein. Aua. Das fängt schon mal geil an. Hallo? Ich bin der... Prinz, hallo? Oh ne. Hallo? Ey, was?
Ich möchte fliehen, danke. Fliehe ich nochmal. Ja, super. Okay, das war ein bisschen blöd. Was zum Teufel ist da gerade passiert? Ah, Gott. Stein, ehrlich. Was soll ich denn dagegen machen? Ich hätte mir Steinsiegel holen sollen oder so. Anscheinend. So, machen wir das Ganze nochmal. Ein bisschen mehr mit Schmack ist diesmal. Hey, jetzt kommt kein Stein hier. Danke. Ich gehe mich auch. Oh Gott. Hilf mir mal jemand, Sophie. Heil mich. Und zack. Und zack. Hier ging Feuer. Ja. Hi. Hier, ich hab Feuer. Und zack. Wow, richtig blöd gerade. Bin da einfach mal so spontan fast verreckt. Auch. Ja, natürlich hält sie auch nicht sehr viel aus. Ist ein bisschen klar für den Magier. Was ich auch ein bisschen blöd finde, dass sie dann so schnell drauf geht. A-Tausch. Sobald Pascal eine bestimmte Fertigkeit erlernt hat, kannst du Kreis halten, während du einen Art wirkst, um eine blaue Ladung einzuleiten. Drücke nun X, um ein hohes Art anstatt den ursprünglichen Art einzusetzen. Da die Wirkzeit des neuen Arts und die Wirkzeit des alten reduziert wird, kann dies sehr nützlich sein. Okay. Das wusste ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Lass mich mal kurz gucken. Hat sie nicht, okay. Windnadel hat sie doch jetzt, ne? Jo. Feintaumzeit. Wieso muss man denn da X drücken? Da muss man doch einfach nur so lange gedrückt halten. Ah, da wollte ich glaube ich nicht hin. Bis man. Hi. Oh ne. Ich glaube, da muss man doch so lange X gedrückt halten, wie zum Beispiel, bis die Ladung, also bis der Charakter blau wird. Und dann bekommt man Zusatzeffekte. Alter, warum haltet ihr so viel aus? Das ist doch nicht normal. Ich möchte nicht nochmal versteuert werden, danke. Aua, wer hat mich überhaupt versteuert? Ihr oder diese eine Ecke, die ich gerade getötet habe? Also irgendwie voll viel aus, kann das sein? Au. Ich glaube, das hier... Ja. Ich muss die ganzen Attribute aufnutzen manchmal. Zack. So muss das. Doppelmond Adept, den uns Seelensammler Adept. Ausbrechender Angriff. Mit Pascal sollst du einen Distanzgeschossstabart freisetzen, einen Vorwärtsschritt zum Feind machen und dann ein Glyphart abfeuern. Denk daran, dass schnelle Schritte im Angriff die Taumeldauer eines Feindes erhöhen können. Bei allen. Aus diesen nützlichen Techniken solltest du maximal Nutzen ziehen. Ja, das ist so erklärmäßig, habe ich das jetzt nicht verstanden, aber ich kann es bestimmt auch einsetzen. So wie er sie erstes gemeint hat. Ja, was? Ach so, verdummt. Na gut, dann muss ich erstmal hier lang. Und ein bisschen wechseln, weil was lernst du ja? Blitz brauchst du noch nicht, weil du hast noch keine anderen. Feind besiegen, KP Wiederherstellung, Regeneration, jo. Das ist eigentlich nicht mehr so wichtig in dem Spiel. Anderen Teils aufteilen mehr, aber hier nicht so. Ich baue mehr so Dingensangriff. Kreisangriff, ja, hier. So, Werkzeit runter. Verjüngern, das ist gut. So, Kreisangriff bitte. Kreisangriff, Kreisangriff, Kreisverteidigung, Kreisangriff. Verdammt! Dann noch hier das Objektnutzung. Was? Windnadel? Ja, macht das. So, weiter. Wir müssen hier lang. Nehme ich an. Aber woanders können wir nicht lang. Logischer Schluss. Und hier ist ein Speicherpunkt. Geil. Na, wieder mein Mikrofon angekommen.
Tut mir leid. So. Wo komme ich hier hin? Pongul. Wie wir einfach so still da stehen bleiben können. Das wäre nichts. So, ich glaube, da oben ist man schon hin. Gehen wir mal. Ah. Gut, dass ich gespeichert habe. Something's approaching. The footsteps sound strange. Yikes! What's that? Here it comes. Sogar was es ist, wir töten es mit Feuer und mit Gefrier. Oh mein Gott, machen wir wenig Schaden. Und Stein, das ist überhaupt nicht gut. Danke. Ja. Warum? Warum? Ich habe nichts gegen Stein, Mann. Nein. Ich bin voll geil. Los, geh auf mich los. Sophie, du bleibst schön hinten. Und rollst einfach so. Aber Schockbellenhieb ist einfach am nützlichsten. Tut mir leid, ich bin Angriff immer Spank. Oh Gott, Hilfe. Geh weg. Soll abhauen. Warte mal, ich gehe mal auf die Strategie. Vor allem ab. Was? Offensiv, ein bisschen ausgeglichen. Ringemäßig. So. Boah, keiner versteinert gut. Weil irgendwie riskant immer Blitz zweimal hintereinander einzusetzen. Oh Gott. Das bringt nichts, Sophie. Allein mit dem Trank. Auch. Oh, warum würde ich versteinern? Er hat mich nicht mal angeguckt. Oh. Hilf mir mal einer. Danke. Danke. Sie besser, Sophie. So. Unbedingt mehr Angriff und mehr SK und alles. Ich muss irgendwie stärker werden. Au. Nein, nicht schon wieder. Ey, warum wurden. Gibt's doch nicht. Oh Gott. Warum Stein? Ernsthaft? Ich kann nicht auch sterben, ne? Gut. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ernsthaft? Warte mal. Hä? Ich kann irgendwann wieder normal werden? Das kann natürlich, das ist natürlich, Ach, jetzt habe ich was kalt. Ja, ist gut. Du mich auch. Ich lieb dich auch. Auch. Boah, wie kann das denn schon wieder so schlecht laufen? Ernsthaft. Ich habe abgewertet, hat es glaube ich gebracht. Aber bitte nicht verrecken. Nein. Ah. Hey. Muss das denn immer so knapp sein? Danke. Ja, irgendwie geschafft. Und sie Worte aus dem Mund, Esper. Jetzt hat sich nicht mal richtig gelohnt hier von den Erfahrungspunkten, den FP. Es ist so einfach nicht zu fassen. Ja, Versteinerung, ich hab's gescheckt. Dafür braucht man Steinmann und sonst ist man ge-A. Aber wir haben's geschafft. Ja. Hätte mich ruhig über den Steinmann hier warnen können.
clunk on the little dongle. I have no idea what you're trying to say. Just try it. Oh, come on, it's super easy. Selbstzerstörung eingeleitet. Selbstzerstörung abgebrochen. All right, step aside. I'll show you. We moved. No shit. Richard, zum Glück haben wir dich. Look, it's me. This must be the illusion Pascal was talking about. Aber wenn wir Richard nicht hätten, ne? Dann wüssten wir die Sachen, die wir vor uns sehen, überhaupt nicht. She's right. It looks just like Sophie. Und Aspel. I know, right? They're identical. Now do you see why I totally wanted to touch Sophie? Nein, irgendwie nicht. So was this device also constructed long ago by the Amarcians? Yeah, probably. But I don't know, I'm still kind of researching it. Aww, there it goes! Sophie, did seeing the illusion help you remember anything? I see. So we don't know how this is connected to her, or if it's even connected at all. I know. I wish I had a manual or whatever. And this writing's all smudgy and faded, so I can't really tell what it says. If I squint real hard, I can read the word lambda. But that's it. Lambda? What does that mean? Lambda. I feel like I heard that word a long time ago. Lambda. Pascal, are you sure you can't make out anything else? Nope. Sorry. Show's over. We don't have time to sit around thinking about it. Let's keep moving. Ja. Aus Fleisch und Blut. Okay. Entdeckung. Abbildapparat. Gleich und gleich. What's your take on this, Asbel? About the Sophie that appeared in the machine. It was nearly a perfect double of her. Don't you even have a theory? Not really. That isn't like you at all, Asbel. Aren't you supposed to be her guardian? Supposed to be, but I don't know anymore. Come on, Asbel. Get it together. You're all she has. I am? You belong by her side. Having found myself in a similar situation, it is a feeling I know well. In fact, even now I continue to be in your debt. Thanks, Richard. I appreciate it. Why are you thanking me? Well, it just felt like the right thing to say. Okay. Eine Muschelschale. Yeah! So, jetzt möchte ich auch mal kurz nach rechts gehen, weil wir haben jetzt so ein Ding da hochgeschossen und vielleicht können wir jetzt da irgendwo hingehen. Irgendwo da hoch. Weil sonst, ich glaube, wir sind gleich schon am Ausgang. Da ist immer noch das rote Ding, das ganz einsame. Was habe ich denn jetzt damit gemacht? Oder ging es noch weiter? Ist das nicht gleich schon vorbei hier in der Ruine? Ich weiß das doch nicht mehr. Ist das schon so lange her? Aha! Aha! Ja, komm. Lava. Geil. Den perfekten Mann. So. Warum sind alle am A? Klingenwächter, in Luft geworfen. Ach so, ja. Soll ich mal vielleicht hier so antippen, damit ich weiß, was neu ist und was nicht. Warte mal hier. Aus Fleisch und Blut, ne? Ja. So, wieder wechseln. Ja, was haben wir hier? Boah, muss aber euch trainieren, ne? Der Kampf hat mir nicht so gefallen. Von dem Ergebnis her.
Weiß Angriff. Ma. So, okay. Mein Gott. Immer noch im A. So, dann gehen wir nochmal zum Speicherpunkt. Machen da einen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie ich meine Abschiedsrede jedes Mal vermasselt. Jetzt sage ich schon, wir sehen uns in der nächsten Folge. Jetzt kann ich nicht gleich schon wieder sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das kommt doch voll pervers rüber. Aber egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ha. So. Leute. Leute. Bevor ich jetzt vergesse, ich sollte mich jetzt heilen. Weil wir hatten nicht gerade viel weniger AP. Egal. Oder ach ja, der Speicherpunkt. Ah, stimmt. So. Ich speichere mal jetzt hier, weil ich nicht weiß, welcher Spielstand da oben noch alles dazu gehörte. Und ja. Dann würde ich sagen, wir gehen in der nächsten Folge weiter in diesen Ruinen. Und setzen wir die Reise fort, ja. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Part.